das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesweit laufen die Impfungen gegen Corona nun auch für Kinder an. Für die 5- bis 11-Jährigen werden Millionen Dosen eines niedriger dosierten Vakzins ausgeliefert. Eltern können sich an Arztpraxen oder Impfzentren wenden. Die Ständige Impfkommission hat eine Impfung für die Altersgruppe empfohlen, wenn Risikofaktoren vorliegen. Auf Wunsch der Eltern können aber auch alle anderen Kinder geimpft werden. Jan Kliks hat 100 Kilometer Fahrt nach Schwedt in Brandenburg auf sich genommen, um seine Kinder impfen zu lassen. Dass ich weiß, wie die Studienlage ist, dass es auch ganz viele Millionen Kinder gibt in Amerika, die gefahrlos geimpft wurden, war bei mir die Entscheidung eigentlich klar. Die drei bekommen noch den Erwachsenenimpfstoff von BioNTech, allerdings in der Dosierung, wie sie für Kinder vorgesehen ist. In den nächsten Tagen wird dann der spezielle Impfstoff für 5- bis 11-Jährige verimpft. Wir haben in der STIKO ja abgewogen, welche Kinder diese Impfung unbedingt brauchen. Und das sind die mit schweren Vorerkrankungen, weil die ein deutlich erhöhtes Risiko haben, auch schwer an Covid zu erkranken. Und die müssen jetzt wirklich ganz schnell geimpft werden. Ob die STIKO demnächst das Impfen auch für gesunde Kinder empfehlen wird, will sie von der Auswertung der Daten aus den USA abhängig machen. Für den Verband der Kinder- und Jugendärzte spielen die Kleinen jedoch keine große Rolle in der Pandemie, weil von ihnen keine große Ansteckungsgefahr ausgeht und kaum schwere Verläufe bei Erkrankungen bekannt sind. Und wenn wir jetzt die Altersgruppe zwischen 5 bis 11 Jahren betrachten, ist es eine Größenordnung von 3% der Gesamtbevölkerung. Hier sollten wir uns eher auf die Erwachsenen konzentrieren, wo immer noch wahnsinnig viele Menschen nicht geimpft sind. Auch wenn das Impfen der 5- bis 11-Jährigen umstritten ist, ist die Nachfrage in vielen Praxen groß. Dorthin, in Impfzentren und Schulen, werden seit heute insgesamt 2,4 Millionen Dosen ausgeliefert. Die Corona-Lage. 21.743 neue Fälle wurden dem Robert-Koch-Institut binnen eines Tages gemeldet. Etwa 6.100 weniger als vor einer Woche. Experten gehen aber aktuell von einer Untererfassung aus. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 389,2. Es gab 116 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus. Zur Corona-Lage bringt das Erste heute auch ein ARD-Extra direkt nach dieser Tagesschau. Einen Überblick über die Kinderimpfungen in den einzelnen Bundesländern finden Sie zudem auf tagesschau.de. Die Bundesregierung will härter gegen den bei Corona-Leugnern und Rechtsextremisten beliebten Messenger-Dienst Telegram vorgehen. Die Verbreitung von Hass und Hetze im Netz sei nicht hinnehmbar, sagte Bundesinnenministerin Faeser. Telegram verfüge inzwischen über öffentliche Kanäle mit bis zu 200.000 Mitgliedern, so die SPD-Politikerin. Auch das Justizministerium sieht in Telegram ein soziales Netzwerk, dessen Inhalte wie bei Facebook oder Twitter reguliert werden müssten. Es sind Telegram-Gruppen wie diese, in denen vor allem Corona-Fake-News gestreut werden. Mehr als 25.000 Personen sind hier dabei, wenn gegen Polizisten gehetzt wird. Mit Videos von Einsätzen bei Impfgegner-Demos. Drecksbullen, alles miese Viecher, die man kaputtschlagen muss, schreibt einer. Ein anderer? Ab jetzt stehen wieder offene Kampfhandlungen an. Expertinnen registrieren solche Gewaltaufrufe bei Telegram schon seit längerem. Wir beobachten das seit Beginn der Pandemie, dass auf Telegram große Netzwerke entstanden sind, teilweise auch recht professionelle Netzwerke, auf denen sich unterschiedlichste Milieus zusammenfinden, von radikalen Impfgegnern über Reichsbürgern bis zu klassischen Rechtsextremen. Und über diese Netzwerke wird gehetzt, wird mobilisiert, wird koordiniert. Was Telegram in diesen Kreisen so attraktiv macht? Die Plattform hat den Ruf, nicht mit den Sicherheitsbehörden zu kooperieren und auch extremistische Meinungsäußerungen nicht zu löschen. Doch dass für Telegram die gleichen Spielregeln gelten wie für andere Online-Netzwerke wie YouTube, Facebook oder Twitter, betont der Bundesjustizminister. Die Betreiber sozialer Netzwerke sind verpflichtet, strafbare Inhalte aus dem Verkehr zu ziehen. Und diese Verpflichtung erfasst auch Plattformen wie Telegram. Doch das Unternehmen hat seinen Sitz in Dubai. Zwei Schreiben mit Bußgeldandrohungen von bis zu 50 Millionen Euro hat das Bundesamt für Justiz bereits vor Monaten dorthin geschickt. Bisher ohne Antwort.
Sollte Telegram die Mahnungen aus Deutschland dauerhaft ignorieren, müsste die Regierung wohl in letzter Instanz auf Apple oder Google zugehen, damit diese das Netzwerk aus ihrem App-Angebot entfernen. Doch Nachfolgeplattformen haben sich bisher stets gefunden. Und auf noch etwas weisen Experten hin. Die Radikalisierung von Menschen lässt sich nicht mit technischen Mitteln abstellen. Das Bundeskabinett hat den von Finanzminister Lindner vorgelegten Nachtragshaushalt gebilligt. Er umfasst 60 Milliarden Euro, mit denen die Ampelkoalition den Energie- und Klimafonds aufstocken will. Weil Lindner dafür bereits genehmigte, aber nicht benötigte Kredite nutzt, wirft ihm die Union Trickserei vor. Die Gelder waren ursprünglich zur Bewältigung der Corona-Krise gedacht. Während Lindner von einem Signal der Handlungsfähigkeit sprach, bezeichneten CDU und CSU sein Vorgehen als verfassungsrechtlich bedenklich. Milliarden für die Mobilitätswende, Ausbau der Elektromobilität für einen klimaneutralen Individualverkehr, aber auch Investitionen in die Wasserstofftechnologie. Sie soll vor allem im Schwerlastverkehr und Langstreckentransport zum Einsatz kommen. Neue Schulden aber will der Finanzminister nicht aufnehmen. 240 Milliarden Euro Kreditaufnahme waren im Haushalt bereits für die Folgen der Corona-Pandemie eingestellt worden. Davon sollen jetzt 60 Milliarden, die bisher nicht in Anspruch genommen wurden, in einen Klima- und Transformationsfonds umgewandelt werden. Wir setzen hiermit die Koalitionsvereinbarung von SPD, Grünen und FDP um. Wir haben eine veränderte Lage gegenüber der Vergangenheit. Es werden nicht zusätzliche Schulden aufgenommen, um eine Rücklage zu befüllen, sondern lediglich nicht genutzte Kreditermächtigungen werden für die weitere Zukunft reserviert. Trickserei zur Umgehung der Schuldenbremse, sagt die Union, eventuell sogar verfassungswidrig. Wir sehen tatsächlich die Verfassung in Gefahr. Und wer muss sie schützen? Das ist in einem solchen Fall die Opposition. Also wir werden genau prüfen, welche verfassungsrechtlichen Konsequenzen sind und will uns auf jeden Fall nicht vor einem Gang nach Karlsruhe scheuen. Für den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft reichen die Mittel eh nicht, findet die Linke. Wir brauchen wirklich eine Steuererhebung, die die Vermögenden, die die Reichen belastet. Anders können wir diese Aufgaben nicht erfüllen. Noch in dieser Woche soll jetzt der Nachtragshaushalt im Bundestag beraten werden. Die höhere staatliche Förderung von Elektroautos wird bis Ende kommenden Jahres verlängert. Das gab das Wirtschaftsministerium bekannt. Damit bekommen Käufer von reinen E-Autos weiterhin eine Förderung von bis zu 9.000 Euro. Bei Plug-in-Hybriden sind es bis zu 6.750 Euro. Ursprünglich war die Prämie bis zum Jahresende befristet. Von 2023 an müssen sich Käufer aber auf Änderungen einstellen. Die EU-Außenminister haben in Brüssel über das weitere Vorgehen im Ukraine-Konflikt beraten. Die deutsche Ressortchefin Baerbock sagte nach dem Treffen, man habe eine klare gemeinsame Haltung für den Fall eines weiteren aggressiven Verhaltens Russlands. Keine Einigung gab es in der Diskussion über die Inbetriebnahme der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Der tiefe Schlamm ist noch das geringste Problem dieser ukrainischen Soldaten. Im Osten des Landes liegen sie eingegraben, den Nachbarn Russland immer im Blick. Was auf sie zukommt, ob sie bald kämpfen werden, verhandelt wird darüber weit weg, in Moskau, Brüssel oder Washington. Putin versteht leider nur die Sprache von Waffen, sagt dieser Soldat. Aber besser wäre natürlich, es gäbe eine diplomatische Lösung. Wie kann man Russland von einer möglichen Invasion abhalten? Bei ihrem ersten EU-Außenministertreffen beschlossen Annalena Baerbock und ihre Kollegen Sanktionen. Zumindest gegen die russische Sicherheitsfirma Wagner. Das Unternehmen gilt als Söldnertruppe aktiv etwa in der Ostukraine. Russland bereitet einen umfassenden Krieg vor gegen die Ukraine. Das ist ein Vorgang, wie wir ihn wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr hatten. Ob auch die russische Gaspipeline Nord Stream 2 als Druckmittel gegen Moskau genutzt werden soll, blieb heute weiter offen. Die Bundesnetzagentur hat ja das Zertifizierungsverfahren gerade ausgesetzt, weil es klare Vorgaben des europäischen Energierechts gibt. Österreich hingegen will das Pipeline-Projekt nicht ständig in Frage stellen. Es ist fertiggestellt, das sollten wir es auch verwenden. In Moskau findet man, für eine Entspannung müsse sich zunächst der Westen bewegen. Die NATO solle zusichern, sich nicht weiter nach Osten auszudehnen. Sonst, so hieß es heute, drohten militärische Maßnahmen.
Im August haben die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen. Seitdem hat sich die Versorgungslage im Land drastisch verschlechtert. Zuletzt hatte die Weltbank 280 Millionen Dollar an Hilfsgeldern freigegeben. ARD-Korrespondentin Sibylle Licht hat sich in der Provinz Kandahar umgeschaut, wo das Geld über das Welternährungsprogramm und das Kinderhilfswerk UNICEF vor allem bei betroffenen Kindern und Frauen ankommen soll. Ein Dorf an der pakistanischen Grenze. Es lag in der Kampfzone von afghanischer Armee und Taliban in der Provinz Kandahar. Der lange Bürgerkrieg und die erneute Dürre in diesem Jahr haben den Familien fast alles genommen. Die Mütter können ihre Babys nicht stillen, sie sind ausgezehrt, die Kinder erhalten von UNICEF-Helfern hochkonzentrierte Nahrung. Die Zahl der mobilen Gesundheitsteams, die wir brauchen, um all diese Kinder zu erreichen, muss vervielfacht werden. Nur so können wir auch in den entlegensten Gebieten alle bedürftigen Kinder und Frauen versorgen. Taliban-Hochburg Kandahar. In der Stadt hat der sogenannte Islamische Staat einen eigenen Gouverneur ernannt, eine Kampfansage an die Taliban, die seit August regieren. Zwischen den Fronten die religiöse und ethnische Minderheit der Hazara. Sie wurden von den Taliban und dem IS verfolgt. Meine Verwandten haben mir heute Morgen mitgeteilt, dass sie das Land verlassen wollen. Es sind etwa 70 bis 80 Personen. Sie möchten in den Iran gehen. Diese Frau und ihre Tochter haben ihre Freiheit verloren. Die Taliban sind bei ihnen erschienen und haben verlangt, dass die Tochter heiratet. Seit die Taliban hier sind, haben wir Probleme. Wir sind empört und zugleich sehr besorgt. Die beiden Frauen erhalten Todesdrohungen. Die Taliban haben Afghanistan in fast 4 Monaten völlig verändert. Für die schwere Wirtschaftskrise machen sie die eingefrorenen Staatsreserven im Ausland verantwortlich. Die Vereinten Nationen warnen vor einer Hungersnot. Viele junge Gebildete wollen Afghanistan verlassen. Darunter sind viele Frauen. Sie sehen in Afghanistan keine Perspektive mehr. In einem der bundesweit größten Prozesse wegen Cybercrime hat das Landgericht Trier heute sein Urteil verkündet. 8 Angeklagte erhielten Freiheitsstrafen, weil sie nach Überzeugung der Richter kriminelle Geschäfte im Darknet ermöglicht hatten. Die Bande hatte ein Rechenzentrum in einem Bunker in Traben-Trarbach betrieben, über den 250.000 Straftaten liefen. Mit Hilfe seines Rechenzentrums begingen Kriminelle 250.000 Straftaten, handelten mit Drogen, Waffen oder Schadsoftware. Der Niederländer und 7 Mitangeklagte erhalten deshalb Haftstrafen von bis zu 5 Jahren und 9 Monaten. Laut Gericht bildeten sie eine kriminelle Vereinigung. Man hat gezielt um kriminelle Kunden geworben mit dem Slogan, wir hosten alles außer Kinderpornografie und Terrorismus, so wirbt kein legaler Hoster. Und man hat ja weiterhin den Kunden zugesichert, dass man sie um jeden Preis online halten wird und auch vor staatlicher Verfolgung schützt. Auch das macht kein legaler Hoster. 4 Jahre lang beobachten Ermittler das Rechenzentrum in einem ehemaligen Bundeswehrbunker in Traben-Trarbach. Ende September vor 2 Jahren erfolgt der Zugriff im sogenannten Cyberbunker und die Beschlagnahme von 400 Servern. Darauf illegale Inhalte wie der weltweit größte Darknet-Drogenhandelsplatz, Umsatz 140 Millionen Euro. Auch der Hackerangriff auf mehr als 1 Million Telekom-Router 2016, gesteuert über den Cyberbunker, geschätzter Schaden 2 Millionen Euro. Bemerkenswert, erstmals schalteten Ermittler ein komplettes Rechenzentrum ab und nicht nur einzelne Seiten. Nach dem Urteil heute könnten die Akten erneut geöffnet werden. Die Verteidigung hat Revision angekündigt. Somit könnte sich nun der Bundesgerichtshof mit dem Cyberbunker von Traben-Trarbach befassen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 14. Dezember. Ein Hoch sorgt in den nächsten Tagen für ruhiges, häufig trübes Wetter. Heute Nacht ist es oft dicht bewölkt oder neblig. Zunächst fallen nur vereinzelt Tropfen, nach Mitternacht im Nordwesten etwas häufiger. Morgen bleibt es meist wolkenverhangen, regional auch neblig trüb, stellenweise mit etwas Regen oder Nieselregen. An den Alpen und im Hochschwarzwald scheint zeitweise die Sonne, später auch ganz im Norden einige Auflockerungen. In der Nacht 7 bis 0, an den Alpen bis minus 5 Grad. Morgen Höchstwerte zwischen 2 Grad in Niederbayern und 10 am Niederrhein. In den nächsten Tagen wenig Änderung. Es bleibt bei vielen Wolken oder Nebel, aber abgesehen von Nieselregen trocken. Sonnenschein gibt es bevorzugt in den Hochlagen im Süden, Donnerstag und Freitag auch Richtung Nordosten.
Um 22.30 Uhr haben wir diese Tagesthemen für Sie. Gewaltfantasien auf Telegram, wie die Politik dem Hass Einhalt gebieten will. Fragen von Karin Mioska an den neuen Bundesjustizminister Buschmann. Und Hals- und Beinbruch, der Ex-Corona-Hotspot Ischgl startet in die Skisaison. Und nun zur Corona-Lage, das AD Extra mit Jessie Wellmer.